Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Haiwan Berenang, unserem kleinen Aquatic DLC Park. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, in dieser Serie baue ich einen kleinen Zoo mit allen Tieren aus dem Aquatic DLC und benutze dafür nur die Bauteile aus dem Aquatic DLC und dem Base Game. Das ist inzwischen schon der vierte Teil dieser Serie. Es gibt bereits einen für das Arctic DLC, das Südamerika DLC und das Australien DLC. Also in dieser Serie entsteht ein Park für die Riesenotter, Königspinguine, Kegelrobben und die braunen Glattstirnkaimane. Und selbstverständlich darf auch die Diamantschildkröte als Vivarientier mit in diesen Park einziehen. In der letzten Episode wurde der Eingangsbereich hier ausgearbeitet. Das heißt, wir haben hier die Geldautomaten eingebaut, wir haben Infostand, einen Fake-Souvenirshop. Der eine oder andere hat kommentiert, warum ich hier den modularen Souvenirshop nicht verwendet habe. Vielleicht könnt ihr euch an das Desaster erinnern. In Glacier Glades, dem Arctic DLC, wo das leider nicht funktioniert hat mit dem modularen Souvenirshop. Oder auch Serenity Springs, die englische Serie, wo ich eine große Farm gebaut habe mit all den Tieren aus dem Barnyard DLC. Auch da hat es nicht funktioniert mit dem Souvenirshop. Deswegen werde ich einstweilen keinen weiteren Versuch starten, weil ich mich am Ende bloß ärgere, wenn ich einen Haufen Zeit investiere, was Schönes bastle und das funktioniert dann nicht. Deswegen, ja. So, was passiert in der heutigen Episode? Jede Menge. Ich habe euch ja versprochen, dass heute das erste Tier einziehen wird und das wird es definitiv. Denn, nochmal zur Information, ihr hattet abgestimmt und ihr wolltet als erstes Tier den Riesenotter sehen. Und genau der wird heute einziehen. Es werden zwei Weibchen und ein Männchen in ein richtig schönes großes Gehege einziehen. Dazu entsteht auch noch der Anfang, sage ich jetzt extra dazu, des Eingangsplazas, der jetzt hier gerade entsteht. Und ich baue auch noch ein relativ unspektakuläres Gebäude für unsere Mitarbeitergebäude, die wir benötigen, dass dieser Park auch richtig läuft. Das heißt, es gibt eine Tierpflegerhütte, ein Restaurant wollte ich schon sagen, eine Tierklinik. Tierpflegerhütte, Tierklinik, dann natürlich den Mitarbeiterraum, das Handelszentrum, ganz, ganz wichtig, sonst könnten wir keine Tiere hier in dem Park haben. Und auch eine Werkstatt. Ich benutze normalerweise keine Ingame-Barrieren, aber da wir hier mit viel Unterwassereinsicht arbeiten und so weiter, brauchen wir nun mal die Glasbarrieren und die können im Laufe der Zeit natürlich verfallen oder kaputt gehen und deswegen brauchen wir einen Mechaniker, der sich regelmäßig darum kümmert, dann, dass das eben nicht kaputt geht. Wobei ich glaube tatsächlich, wenn man diese Glaswände als Beckenwand benutzt und dann Wasser dahinter hat, dann glaube ich, gehen die auch nicht wirklich kaputt. Das wäre eigentlich ein cooles Feature, wenn die auch kaputt gehen würden und dann würde das Wasser rauslaufen. Aber ich glaube, da das nicht funktioniert, passiert mit den Glasbarrieren da, wo Wasser dahinter ist, nichts. Interessante Theorie. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren mal schreiben, gerade vielleicht an die Leute, die sehr viel im Franchise bauen. Da kann man das ja nicht ausstellen, dass die Barrieren verfallen oder dass sie nicht verfallen einstellen. Könnt ihr mir ja mal erzählen, wie das da ist, ob tatsächlich die Glasbarrieren ganz bleiben oder immer intakt bleiben, wenn Wasser dahinter ist. Ach, da habe ich noch ein Mysterium dazu. Eigentlich wollte ich das noch nachschauen, bevor ich hier das Voice-Over dazu mache. Auch das könnt ihr mir dann in den Kommentaren sagen. Beim Bau des Riesenottergeheges habe ich diesen Unterwasserfutterspender eingebaut. Jetzt ist es so, dass mein Tierpfleger nicht in das Gehege selbst rein kann. Also er kann nur in den Bereich im Haus, wo die Tiere halt ihren Unterstand haben. Da kann er rein, aber er kann das Gehege nicht betreten. Wie ich euch ja schon öfter erklärt habe, spielt es ja überhaupt keine Rolle, denn das Food Enrichment oder die Futterplattformen oder was immer ihr auch benutzt, muss
nur immer, also ist das Einzige, das in dem Bereich sein muss, den der Pfleger auch betreten kann. Nun ist es ja bei den Unterwasserfutterspendern so, dass der Pfleger ja generell nicht dorthin kann, wo dieser Futterspender ist. Deshalb meine Frage jetzt, wie gesagt, eigentlich wollte ich es nachschauen, muss der Tierpfleger das eigentliche Tiergehege betreten können und in die Nähe dieses Unterwasserfutterspenders gehen können, um ihn aufzufüllen? Oder reicht das vollkommen aus in dem Fall, wenn er nur in das Haus gehen kann? Also das Gehege betreten kann, aber das Gehege natürlich für ihn im Inneren des Hauses endet, weil er nicht auf die Außenanlage rausgehen kann. Würde mich interessieren, wie gesagt, ich kann es selbst nachschauen, aber ja, vielleicht habt ihr da Erfahrung damit und könnt mir das in den Kommentaren mal schreiben. So, Eingangsblaser. Ihr seht schon, hier entsteht was Komisches, was ihr euch vielleicht nicht erklären könnt, was das wird, was das soll und so weiter. Ganz einfach. Ich wollte hier diesen runden Blaser haben mit einem Wasserbecken rundherum, sodass wir hier so kein Wasserlauf, sondern stehendes Gewässer mehr oder weniger da drin haben, wo von außen auch beim Riesenottergehege das Wasser durch Wasserfälle dort hineinläuft in dieses Becken. Da fällt mir ein, ich muss so ein paar technische Finessen und so weiter muss ich da noch hinbauen, damit das Ganze dann auch realistisch aussieht. Aber ich springe schon wieder von einem Thema zum anderen. Genau, dieses Wasserbecken hier eben. Und die Idee war, oder was dann eben auch noch entstehen wird, ist, dass wir dann eine Unterwassereinsicht mit diesem Becken kombinieren. Ich muss mal schnell einen Schluck Kaffee trinken. Das heißt, Inspiration dazu war das Gondwanaland tatsächlich im Zoo in Leipzig. Denn dort beim Riesenottergehege gibt es was ganz Spannendes, nämlich, ich hoffe es ist tatsächlich Leipzig, aber ich glaube ja, gibt es was ganz Spannendes, denn dort gibt es auch eine Unterwassereinsicht bei den Riesenottern. Und vorgeschaltet vor diese Unterwassereinsicht ist aber noch ein Aquarium für Piranhas. Und jetzt sieht das so aus der Besucherperspektive, als könnten die Riesenotter und die Piranhas oder als wären die zusammen in einem Becken. Und deswegen wollte ich hier auch so etwas haben. Ihr werdet gleich sehen, was ich da vorhatte, beziehungsweise was ich damit meine. Ich versenke jetzt diesen ganzen Bau im Boden. Genau, so. Jetzt nehmen wir das Terrain-Tool, das vertiefen und machen einfach ein Loch rein, damit wir unseren Wassergraben hier freilegen. So kann man das wunderbar machen und ja, hat einen wunderbar geraden Wassergraben, weil man halt durch diese Abdeckungen links und rechts nicht sieht, dass das Wasser drüber hinausläuft. Sondern es sieht so aus, als wäre es wirklich so ein richtig schöner, gerader Wasserlauf. So, Wasser einfügen, tada, sieht doch geil aus, oder? So, und jetzt stellt euch vor, beziehungsweise ihr werdet es gleich sehen, ich reiße hier hinten jetzt die Wand so ein Stück weit raus, baue da dann diese Glasbarriere eben rein, sodass wir dann im Endeffekt zwei Wasserflächen haben werden. Wir werden die Wasserfläche im Vordergrund eben in diesem Wasserbecken da vorne haben. Und dann werden wir die Wasserfläche dahinter haben, die dann zum Riesenottergehege gehört. Hier könnt ihr jetzt sehen, was ich meine. Genau so. Diese Barriere wird natürlich dann noch weiter nach oben gezogen, sodass wir hier eine wirklich richtig tolle Unterwassereinsicht haben. Das, wie gesagt, das war so der Gedanke dahinter. Das Ganze wird dann noch ausgekleidet mit Kunstfelsen. Das seht ihr auch in ein paar Minuten dann. Aber dass ihr jetzt eine Vorstellung habt oder beziehungsweise jetzt könnt ihr sehen, was mein eigentlicher Plan war. Es hat leider nicht hundertprozentig funktioniert. Weil ich den Wasserspiegel in unserem Wasserbecken, wo ich diesen blauen Boden darunter habe,
ein bisschen niedriger machen musste, da ich ja natürlich da auch eine Brücke drüber bauen muss, dass unsere Gäste da drüber laufen können. Und wenn ich den jetzt so hoch gelassen hätte, den Wasserspiegel, dann hätte ich die Brücke unglaublich hoch bauen müssen. Also, was heißt unglaublich hoch? Unrealistisch hoch bauen müssen. Und deswegen habe ich das dann bleiben lassen. Und dachte mir, nee, das machen wir nicht. Das sieht total dämlich aus. Deshalb habe ich den Wasserspiegel dann eben ein bisschen geringer gemacht. Wir haben noch Wasser da drin. Man kann es auch sehen. Es sieht immer noch schön aus. Aber der Wasserspiegel ist halt ein bisschen niedriger. Nichtsdestotrotz, ich bin super zufrieden, ich bin super happy mit dem Endergebnis. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet und genau. Eine Geschichte schnell noch für alle, die noch immer dabei sind und sich mein Geschwafel anhören. Erstens, vielen Dank für die ganzen Likes im letzten Video. Ich habe gesagt, dass die Likes in letzter Zeit ein bisschen runtergehen bei meinen Videos, weil die Leute nicht mehr daran denken, den Like-Button zu klicken und so. Das ist in der Tat auch so. Wir haben es im letzten Video geschafft, beziehungsweise ihr habt es im letzten Video geschafft, denn ich kann da nichts dazu beitragen, tatsächlich über die 50 Likes zu kommen. Vielen Dank dafür. Macht mich unglaublich happy. Ich würde mich freuen, wenn wir das in diesem Video wieder schaffen. Vielleicht schaffen wir diesmal sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht schaffen wir über 60 Likes. Wäre klasse, würde mich wahnsinnig freuen. Ist für mich auch so ein kleines Feedback, dass ich sehe, okay, gut, den Leuten gefällt tatsächlich, was ich hier mache. Weil das einzige Feedback, das ich kriege, sind nun mal eure Likes oder wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Über beides freue ich mich wahnsinnig. Ja, das ist im Endeffekt ist es so, wie wenn du im Supermarkt ein Produkt auf den Markt bringst oder was auch immer und dein einziges Feedback, das du bekommst, ist nun mal, dass entweder die Leute schreiben eine Rezension zu deinem Produkt oder sie kaufen das Produkt halt eben. Und ja, ähnlich ist es bei YouTube auch. Das, was ich liefere, ich kriege mein Feedback einfach nur über Likes, über Kommentare, über Abos. Dadurch weiß ich, ist das gut, was ich mache? Mögt ihr das oder mögt ihr es nicht? So, genug geschwafelt. In diesem Sinne, wenn es euch gefällt, dann lasst jetzt schon einen Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und über einen Kommentar freue ich mich jedes Mal. So, jetzt könnt ihr schon sehen, wo die Reise hingeht. Das Schöne ist, in meinen bisherigen Parks hätte ich mich so sehr darüber gefreut, insbesondere in Calpacha, dem Südamerika-DLC, wenn ich diese Fake-Wasserfälle gehabt hätte. Und ich hatte sie nicht, ich konnte sie nicht nutzen. Die Fake-Steine oder die Kunstfelsen, gut. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Finde ich in dem Bereich jetzt auch super passend. Also es ergänzt sich wirklich richtig, richtig toll. Die haben mir nicht so dolle gefehlt, aber diese Wasserfälle. Das ist halt was, das gibt's tatsächlich nur in diesem DLC. Genauso wie diese Kunstfelsen. Von daher, wenn immer die Frage kommt, welches DLC sich die Leute anschaffen sollen, oder welches das beste DLC ist, sage ich immer, das Aquatic DLC war durchaus ein Game Changer. Eben mit diesen neuen Felsen, die wir bekommen haben und allein schon die künstlichen Wasserfälle. Die restlichen Bauteile, ich benutze ja diese Holzwände teilweise oder habe ich in den letzten Episoden schon verwendet, werde ich jetzt hier auch wieder verwenden zum Teil. Sind auch toll, ist jetzt aber nicht so der Mega-Reißer, aber ja, auch das eine coole Ergänzung im Endeffekt. Aber wie gesagt, der Game Changer letztendlich tatsächlich hier diese Wasserfälle, die Kunstfelsen. Das war schon was kein anderes DLC hatte. Und wir haben zum ersten Mal damals, als dieses DLC veröffentlicht wurde, das Feature bekommen, dass Tiere tatsächlich auch tauchen können. Bisher war es ja immer so, dass Tiere nur an der Wasseroberfläche schwimmen konnten. Und da war es egal, ob es irgendwelche Krokodile waren oder Raubkatzen,
Was auch immer, die Tiere konnten nur an der Wasseroberfläche schwimmen und konnten nicht abtauchen. Und mit diesem DLC kam eben dann die Mechanik dazu, dass die Tiere tatsächlich auch tauchen konnten. Ihr könnt es am Ende dann, wenn wir den Rundflug machen, könnt ihr es nochmal super, super schön sehen bei den Riesenotter, wie sie dann eben unter Wasser tauchen und spielen. Und ja, super schön. Von daher, Aquatic DLC, definitiv eines der besten DLCs, die wir bekommen haben für Planet Zoo. So, unsere Panoramawand vorne ist fertig soweit. Jetzt baue ich noch so ein bisschen an der Rückwand für unser Riesenottergehege. Dazu habe ich auch wieder die Betonwände genommen, wieder kopieren und rotieren. Ich werde versuchen, immer so dieses runde, geschwungene Element in sämtliche Gehege so ein bisschen mit einzubringen, sodass der ganze Park letztendlich stimmig aussieht. In Englisch sage ich immer cohesive. Dass wir halt da so ein bisschen Gleichartigkeit dann in unseren Gehegen haben. Jetzt das Terrain ein kleines bisschen verändern. Ich habe ja gesagt, normalerweise möchte ich das nicht tun, sondern möchte mit dem Terrain arbeiten, so wie ich es zur Verfügung gestellt bekomme. In dem Fall im aquatischen DLC ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, das zu tun. Klar habe ich es trotzdem mit eingebracht. Ihr habt es ja auch gesehen, letztendlich unsere Gäste, wenn sie über die Brücke gehen, dann gehen sie ein bisschen nach oben, damit wir halt den Vorteil haben, dass wir hier unten so einen Underwater-Viewing-Bereich haben können. Ich werde das Terrain öfter bearbeiten müssen, gerade eben, ja, Aquatic DLC, Wassertiere, Underwater Viewing wird bei allen Tieren dabei sein, denke ich mal. Also es gibt jetzt kein Tier, wo es tatsächlich Sinn machen würde, wo wir kein Underwater Viewing in irgendeiner Art und Weise dabei haben. Von daher wird die Terrain-Bearbeitung mehr oder weniger immer irgendwo nötig sein. Hier seht ihr jetzt im Übrigen auch den Mitarbeiterbereich. Wie gesagt, total unspektakulär. Er wird innen nicht ausgebaut oder verkleidet oder was auch immer. Tatsächlich einfach nur komplett zweckmäßig. Habe ich hier gleich angeschlossen, letztendlich mit dem Innengehege von den Riesenottern, damit die Pfleger dort nicht weit zu laufen haben. Sie können dann über den Plaza letztendlich alle Bereiche erreichen, die wir dann zukünftig noch bauen werden. Und den Plaza habe ich jetzt auch noch mal ein kleines bisschen bearbeitet. Ihr seht schon, ich springe immer von einem Thema ins andere. Das ist beim Bauen tatsächlich so, weil ich mich nicht so wahnsinnig gut auf eine Sache dann konzentrieren kann, sondern dann sehe ich irgendwas anderes und dann will ich das noch bearbeiten. Und habe ich in dem Fall auch gemacht. Ich dachte, der Plaza so grau sieht furchtbar langweilig aus. Da werden wir in nächster Zeit auch noch so ein bisschen dran arbeiten, dass der noch ein bisschen schöner aussieht. Ich habe auch noch gedacht, dann irgendwie Imbissstände oder Foodtrucks oder sonst irgendwas dort unterzubringen. Wo unsere Gäste dann so ein bisschen was zu essen sich noch besorgen können. Vielleicht noch einen zentralen Punkt irgendwie in der Mitte oder was auch immer. Auf jeden Fall dachte ich so, diese farbliche Umgestaltung macht auf jeden Fall auch so ein bisschen Sinn, damit es da noch ein bisschen schöner aussieht. So. Diese schöne runde Wand, die ich so mühevoll mit Kopieren und Rotieren gebaut habe, wird jetzt komplett oder fast komplett eingekleidet mit den Kunstfelsen, damit wir da so eine schöne künstliche Rückwand haben. Also das ist was, was wir bei unserem Park definitiv auch ständig haben werden. Kunst. Kunst, 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 alles fake. Es ist noch früh am Morgen, deswegen trinke ich nebenbei meinen Kaffee, der jetzt auch schon, noch nicht mal mehr körperwarme Temperatur erreicht hat. Aber ich weiß nicht, ob man das bei euch auch sagt. Bei uns in Bayern sagt man, kalter Kaffee macht schön. Also von daher habe ich die Hoffnung, dass es was bringt. Hier jetzt eben dieses Thema, was ich vorher angesprochen habe, der Innenbereich für die Riesenotter, der von den Riesenottern zwar verlassbar ist, so nenne ich das jetzt mal, allerdings nicht von unseren Tierpflegern.
Und dann, wie gesagt, eben damit auch das Thema, kann der Underwater Feeder befüllt werden oder kann er nicht befüllt werden? Sollte es der Fall sein, dass er nicht befüllt werden kann, werde ich das noch ein kleines bisschen umändern, werde eine der Türen höher machen und dann haben wir hier halt einfach eine Tür für die Pfleger, wo sie das Gehege betreten können und eine Tür für die Tiere. Sieht bestimmt dann auch nicht schlecht aus, also von daher. Ja, auch hier der Innenbereich super, super unspektakulär. Vor allem, weil ich dann auch festgestellt habe, dass wir dieses Animal Bedding, also diese Heubetten oder Blattbetten für die Tiere, dass es die bei den Tieren gar nicht zur Auswahl gibt. Also bei den Riesenottern. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Tieren aus dem Aquatic DLC ist. Gut, bei den Pinguinen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es die da nicht gibt. Würde vielleicht sogar auch ein bisschen Sinn machen, weil ich habe noch nie einen Pinguin auf dem Heubett liegen sehen. Aber bei den Ottern war ich doch dann schon ein kleines bisschen überrascht, dass es das dort nicht gab. Aber gut, mal schauen. Hin und wieder vergisst Planet Zoo ja sowas auch. Wenn ich da mal dran denke, bei den Schweinen, die wir im, sag ich den deutschen Namen, Scheunenhof-Tierpaket bekommen haben. Ich hasse diesen Namen. da war es tatsächlich auch so, dass die Schlammsuhle nicht zur Auswahl hatten. Die Tiere haben die Schlammsuhle genutzt, aber sie war nicht in der Auswahl dabei, wenn man jetzt bei den Tieren, bei den Beschäftigungssachen geschaut hat. Was merkwürdig war, aber gut. Wurde im Nachhinein geändert. Offensichtlich hat man das bei den Ottern vergessen. Wie auch immer. Ja. Hier jetzt, wie gesagt, nochmal so ein paar Glasscheiben eingezogen. Und das war's dann auch mit dem Innenbereich. Es kommt dann noch ein Fußboden rein, aber ja, that's it. Jetzt muss ich schnell nochmal nachschauen in der nächsten Episode, was wir da dann bauen. Was ihr da abgestimmt hattet. Ich glaube, das war so diese Überraschung. Also das, was mich jedenfalls überrascht hat. Kleinen Moment, schauen wir mal bei den Umfragen. Genau, 39% wollten den Riesenotter, 24% den Kaiman. Aber wie gesagt, da war ich echt extrem überrascht, dass der Kaiman auf dem zweiten Platz landet. Ich glaube, das sage ich jetzt das zweite oder das dritte Mal, weil es mich immer noch überrascht, weil der halt so gar nicht mein Favorite ist, sondern bei mir im Ranking wäre tatsächlich, glaube ich, der Pinguin an erster Stelle gewesen, dann die Kegelrobbe, dann der Riesenotter und dann der Kaiman. Also im Endeffekt fast komplett andersrum als bei euch. Aber ihr entscheidet und deswegen richte ich mich da ganz nach euren Wünschen. Und von daher wird es in der nächsten Episode dann das Gehege für die Kaimane geben, wo ich auch schon eine Idee dazu habe. In der Folge darauf wird dann vermutlich das Zentrum für die Diamantschildkröten entstehen. Da habe ich auch schon eine tolle Idee dazu, wie ich das dann mit dem Kaiman auch verknüpfen möchte. Und ja, genau. Und dann machen wir uns an die Kegelrobbenbucht und das Königspinguingehege. Und dann kommt das erste Animal Pack. Da bin ich schon wahnsinnig gespannt drauf. Freue ich mich drauf, weil ja, da haben wir endlich mal einen größeren Park, den wir bauen können. Da haben wir 8 Tierarten dann, also 7 Gehegetierarten und ein Vivarientier, so glaube ich war das. Und ja, wie gesagt, freue ich mich einfach drauf. Vor allem das Südostasien-DLC, da sind echt coole Tiere dabei. Der Malaienbär, der Binturong, der Nasenaffe. Dann, was haben wir noch dabei gehabt? War der Kurzkrallenotter mit dabei?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Kurzkrallenort da mit dabei war. Auf jeden Fall Babirusa war noch mit dabei. Und ansonsten fällt mir jetzt echt gerade nicht ein. Auf jeden Fall, wie gesagt, wird richtig cool. Wird eine Herausforderung, weil ich habe ja gesagt, ich habe mich entschieden, wir werden tatsächlich diese Animal Packs nur mit dem Base Game bauen. Wahrscheinlich werde ich es verfluchen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, aber ich freue mich nichtsdestotrotz wahnsinnig darauf. So, hier haben wir jetzt eben nochmal diese Holzwand, die ich gesagt habe, die eben auch im Aquatic DLC dabei war, die ich sehr gerne als Dach auch benutze. In einigen meiner Parks habe ich das schon getan. Eignet sich meiner Meinung nach sehr, 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 sehr gut für ein Holzdach, weil es eine schöne Struktur hat, weil es Multicolor ist, also man kann es einfärben. Und von daher finde ich das immer ganz, ganz schick eigentlich. Ja, jetzt noch eine neue Barriere bauen für die Landeinsicht für unsere Besucher. Da habe ich dann eben auch wieder diese Holzwand dazu genommen. Dann so ein paar Holzbalken dann in derselben Farbe eingefärbt wie die Holzwand. Und dann bauen wir hier eben so eine ganz simple Barriere. Einfach nur aus der Holzwand, den Holzbalken und dann kommt zwischenrein eine Glasscheibe und das war's. Also mehr muss man da auch gar nicht großartig machen. Als Basis unten dann eben noch diese Steinsäule. Und gut ist. Vor allem in dem Fall kann man dann die Ränder auch ganz gut abdichten, indem man dann einfach diese Holzwand nochmal nimmt und da halt keine Glasscheibe einzieht, sondern einfach nur die Holzwand benutzt. Das seht ihr jetzt, dann nehmen wir einfach ein größeres Bauteil, selbe Farbe, so, selbe Höhe, zack, fertig. Und sieht gut aus. Dasselbe machen wir hier jetzt auch, auf der anderen Seite. Machen hier mit den Felsen noch dicht. So, noch so einen künstlichen Baum rein. Zack, fertig. Wunderbar. Den Weg müssen wir natürlich nachher dann noch ein bisschen verkleiden. Ich glaube, das habe ich rausgeschnitten. Weil ich dachte, das habt ihr jetzt schon zum tausendsten Mal gesehen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Ach, im Übrigen, ihr habt ja auch gesehen, wie ich diese Brücken verkleidet habe. Kleiner Tipp dazu, wie ihr das machen könnt. Achtet erstens darauf, dass eure Brücken so flach wie möglich sind. Also, dass ihr keine extremen Erhebungen habt und keine extremen Kurven und so weiter, sondern dass sie relativ gerade und relativ flach sind. Und dann könnt ihr einfach diese Kalkwandplatten benutzen, die dann einfärben in jede Farbe, die ihr haben möchtet, von weiß bis schwarz, pink, rot, blau, grün, was auch immer ihr haben möchtet. Und dann bei diesen Bauoptionen, die hier rechts unten in dem Feld immer auftauchen, da klickt ihr einfach dann den Punkt an Oberfläche ausrichten. Dann platziert er euch die flach auf dem Untergrund, so dass ihr dann im Endeffekt nur noch Shift drücken müsst und dann die Kalkplatte einfach so weit runterziehen müsst, wie ihr nur könnt, so dass sie eben ganz knapp dann die Brücke bedeckt. Dann baut ihr das so hin und das Ganze sieht wunderbar aus und ihr habt dann eben auch nicht das Problem, dass eure Besucher mit den Füßen im Boden versinken. So. Ja, apropos, wenn ich drüber rede, Besucher im Boden versinken. Da muss ich an mein Reptilienhaus denken. Denn da passiert das ja teilweise, oder was heißt teilweise, da passiert das tatsächlich bei den Treppen. Weil das mit dem Wegetool einfach nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. In meinem nächsten Tierhaus, im Nachttierhaus, wird das definitiv funktionieren. Da haben wir keine Treppen drin. Also haben wir da diese Problematik definitiv nicht. Worauf ich hinaus wollte, schaltet am 8. September mal auf den Kanal von Sparrow.
Sparrow Content Creator international, also in englischer Sprache, wird da mein Reptilienhaus besuchen. Und da bin ich schon extrem gespannt drauf. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie Sparrow genau heißt. Sparrow 838. Genau, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich immer, wenn irgendjemand meine Zoos besucht, weil es einfach total spannend ist, das mal mit den Augen von jemand anderem zu sehen. Und gerade das Reptilienhaus, bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt, worauf Sparrow da so das Augenmerk legt. Also schaltet da auf jeden Fall mal ein. Ich kann euch den Kanal generell sehr empfehlen, weil Sparrow wirklich richtig genial auch baut. Also wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, guckt euch das auf jeden Fall mal an. So, wir sind fertig für heute. Ich hoffe, das Riesenottergehege hat euch gefallen. Schaut es euch nochmal an. Wir haben tolle Bilder jetzt von den Tieren auch unter Wasser, wenn sie tauchen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, wenn es dann weitergeht in Haiwan-Berenang und wir das Gehege für die Kaimane bauen. Am Freitag gibt es dann auch wieder für euch ein neues Video aus der Zooschule. Auch da gerne wieder mit reinschauen. Und am Samstag eine neue Zootour aus dem kleinen Zoopark Overloon in den Niederlanden. Also, lasst euch gut gehen bis dahin. Ja, alles Gute, viel Spaß, bleibt gesund. Bis bald. Ciao.